Moin moin meine lieben Rabenfreunde und willkommen zu dem zweiten Teil des Let's Play Contest der lieben Damakash. Heute mit einem ziemlich verrückten, einem crazy verpeilten Spiel und ich habe gerade drei Wörter benutzt, die dieselbe Bedeutung haben. Aber Wayne, das Spiel heißt Franbo und oh, ich sage euch meine Lieben, es ist eine Indie-Perle schon jetzt, obwohl es momentan nur eine Demo dazu gibt. Das ganze Spiel ist noch immer in der Mache. Und zwar wird es nur von zwei Personen entwickelt. Die kommen, glaube ich, aus Schweden. Die eine heißt Natalie und der zweite Isaac. Da bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Und ihr seht schon, ich weiß schon etwas über das Spiel, weil ich es schon gezockt habe, schon vor dem Contest. Und gib doch zu, Damakash. Das Spiel hast du von meinem Kanal geklaut. Gib's zu. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich super, also das werdet ihr noch sehen. Leider konnte ich euch die Intro-Sequenz nicht zeigen, weil wir wieder zeitlich begrenzt sind, was verständlich natürlich ist. Trotzdem schade. Was dann wirklich passiert ist, das bleibt ein Mysterium, ja. Ich werde es euch nicht sagen, weil eure Aufgabe ist es, die Demo downzuladen und zu sehen, wie geil das Spiel ist. So. Ich kann euch nur sagen, dass wir momentan in einer Irrenanstalt sind, was wir anhand dieses kleinen Bengels sehen, der hin und her zuckt. Was ist kleiner? Was ist? Und, Gott sei Dank sind wir nicht in der Outlast-Klinik, denn sonst, mein liebes Mädchen, wärst du schon tot. Ja. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und bei allen Point-and-Click-Adventures geht's um Rätsellösen, richtig? Und das ist auch hier der Fall, was ich noch erwähnen muss. Wir haben gewisse Pillen bekommen, die, sagen wir, uns in einer Parallelwelt schaffen. Ich zeige euch mal kurz. So. Oh. Sieht eigentlich ganz schön aus. Wir gehen jetzt zu dem Elch und hoppala. Oh. Da fühlt der Kopf ab. Wie gesagt, es ist eine ziemlich creepy Vorgeschichte. Ich werde es euch nicht sagen, obwohl ich es gerne würde. Okay, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Ich plappere wirklich... Ah, es ist schon meine 10. Aufnahme. Ich versemmel immer etwas, weil ich etwas sagen will, dann kommt das nächste, dann denke ich, das muss ich erst sagen, dann das, dann das, dann das, und dann vermischt sich alles und ich vergesse alles. Okay, was ich euch noch zeigen muss, das ist eigentlich unser Zimmer. Hier habe ich schon alles gelöst, also alle Gegenstände gefunden, die wir brauchen, um diese Tür zu öffnen. Das habe ich einfach mal beschleunigt, weil wir nicht wirklich Zeit haben, noch 7 Minuten. Ja, ich habe einen Timer an. Und jetzt gehen wir zu dem Wächter. Hallo, mein Lieber. Und das Spiel ist auf Englisch. Also, wer das Englisch nicht mächtig ist, sollte das Spiel vielleicht nicht spielen. Obwohl, mein Englisch ist auch nicht so super, aber es ist wirklich nicht kompliziert. Also, keine Sorge. Ich werde es versuchen zu übersetzen. Also, es wird Englisch-Kleusisch-Englisch werden. Okay, hallo Sir. Kann ich euch etwas fragen? Oh, natürlich, kleines Mädel. Was schwebt in deinen Gedanken? Ja. Kannst du das Tor für mich öffnen? Das Tor wollte ich natürlich sagen. Bitte, bitte. Ich mache schöne Augen. Warum? Ich muss nach Hause gehen. Mein Kater wartet draußen. Ich muss doch nach Hause gehen. Obwohl ich etwas ganz Schlimmes gemacht habe, ja? Ich weiß, ihr wollt wissen, was passiert ist. Ja, ihr erfahrt das nicht von mir. Nach Hause? Nein. Ich kann sie nicht öffnen. Hinter ist ein Alarm. Mein Gott. Wie kann ich es öffnen? Mein Englisch ist wirklich katastrophal, wenn ich so auf Knopfdruck übersetzen muss. Manche Leute, aber da ist ein Code. Und es ist unmöglich, ihn zu finden. Ach was. Danke. Danke für gar nichts, mein Lieber. Thank you for nothing. Ja, so sieht's aus. Hier haben wir nämlich den Schlüssel. Damit werden wir wahrscheinlich den Alarm deaktivieren können. Da kommen wir aber nicht dran. Wir können es versuchen. Aber, ja, die kann nicht mal springen. Und sie sieht aus wie das kleine Mädchen aus der Addams Family, oder? Lustig. Okay, was sollen wir jetzt tun? Natürlich, wir gehen auf die Toilette. Jeder normale Mensch. Und, oh, da ist doch nichts. Was könnte ich jetzt machen? Vielleicht die Pille einwerfen und, oh. The King likes drawing.
Wieso da eine Leiche ist, keine Ahnung. Aber das ist ein Tipp, den wir brauchen werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz ehrlich, das hat mich jetzt ein wenig erschrocken, weil ich es selber nicht wusste. So, jetzt gehen wir in die Küche. Da ist die die Krankenschwester, die ziemlich unhöflich ist. Das werde ich jetzt sehen. Oh, hallo, Fran. Wie geht es dir? Da, jetzt. Ich sehe tote Tiere. Vielleicht sollten wir das nicht sagen. Es geht mir gut. Wirklich super. Es freut mich, das zu hören. Pass auf dich auf. Carry on now. Kannst du für mich die grüne Tür öffnen? Bitte, bitte, guck mich an. Ich bin so süß. Es ist nicht nett, das zu fragen. Du musst diesen Raum verlassen. Jetzt. Oder wie? Nein, das war total die falsche Übersetzung. Ist egal, ich werde jetzt das überspringen, weil ich mich hier blamiere. Und hier haben ein wunderschönes Buffet und ein kleines Mädchen, das sogar noch kranker aussieht als wir. Hallo, Girl. Hallo, Mädchen. Ich kann dir magisches Zeug geben. Was für magisches Zeug? Ich freue mich. Ich mag Magie. Magisches Zeug, das dir helfen wird, einzuschlafen. Oh, was meinst du damit? Ah, das alles zum Schlafen bringt. Hier ist ein Geschenk für dich. Und jetzt haben wir offensichtlich eine Schlaftablette bekommen. Thanks. Woher das Mädchen die Tablette hat? Keine Ahnung, frag mich nicht. The magical stuff. To sleep. Shut up. Ja, ich liebe das Spiel. Es ist wirklich creepy und das ist genau das, was ich mag. Und oh mein Gott. Cartman und Butters. Guckt jemand South Park zufällig? Ich gehe jetzt zu dem etwas dicklichen Jungen, der wirklich wie Cartman aussieht. Oh Gott. Jetzt fehlt nur noch die Mütze. The nurse is dead. Also die Krankenschwester ist tot. Okay. Ich gehe dann mal. Genau aus diesem Grund vertraue ich Kindern nicht. Die sind krank. Ich hasse Kinder. Fass mein Schwert nicht an. Oh, ich wusste nicht, dass es deins ist. Tut mir leid. Du solltest mit Würde zu mir sprechen. Ich bin dein König. Du bist kein König. Wir werden ihn jetzt ein wenig veräppeln. Ich bin der König des Universums. Beuge dich nieder. Vergiss es. Ja. Erinnert ihr euch an den Tipp, den wir im Badezimmer bekommen haben? Der König mag Zeichnungen. Und jetzt werden wir versuchen, eine Zeichnung für ihn herzustellen. Und es geht nicht. Interessant, dann gehen wir halt einfach. Wir haben sowieso so wenig Zeit. Hier können wir nämlich einen Donut mitnehmen. Den werden wir dazu benutzen, um diesen Wächter unfähig zu machen. Und zwar werden wir es mit der Pille kombinieren und dann es benutzen und dem Wächter es geben. Wieso geht das jetzt nicht? Nimm, use, ja, mit ihm. Why would I want to do that? Um ihn K.O. zu schlagen? Habe ich mich überhaupt vorgestellt? Ich glaube nicht. Kläusel-P, hallo. Okay, vergiss es. Das hat doch letztes Mal funktioniert, oder? Habe ich was verpasst? Vielleicht muss ich es der Krankenschwester geben. Das ergibt keinen Sinn, ohne Witz. No, thank you, Friend. Nein, danke, Friend. Ich bin nicht hungrig. Vielleicht dem fetten, dicken, kleinen Jungen geben. Willst du das? Ich will das nicht. Du bist hässlich und du machst mir Angst. Okay. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Denn das letzte Mal hat das funktioniert. Oder habe ich wieder was vergessen? Egal, wir haben sowieso keine Zeit mehr. Ah, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. 10 Minuten sind wirklich wenig für ein Point-and-Click-Adventure. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in das Spiel geben und ihr müsst euch das wirklich downloaden. Es ist super. So, damit
sage ich Tschüss.